So, ich begrüße euch total recht herzlich, alle Fans, to Fanspace, Freunde, alle aus dem Verein, alle aus dem Club. Gewöhnt euch also nicht dran, dass ich jetzt jeden Tag hier meine Clips mache. Ich meine, so eine gewaltige Clip-Orgie, die ich jetzt zurzeit gemacht habe, ist klar, 40 Jahre Star Wars. Denkt dran, ich bin Händler. Ja, ich verkaufe an sich diese Sachen. Bin also kein Fan. Im Moment Fanstatus, weil einfach mal so 40 Jahre Star Wars feiern. Weil man 30 Jahre bei Star Wars war und das ausgepackt hat, was ich jetzt auch auspacke. Die wertvollen Figuren kommen noch. Ich wollte euch den hier nochmal zeigen. Ich habe mich langsam dran gewöhnt, hier Unbox-Videos zu machen. Weil man dann direkt sieht, wer wie wo was liefert. Also ihr könnt euch getrost an Amazon wenden. Das ist ja zwar über Amazon geliefert worden, ist aber nicht Amazon, das ist jemand anders. Hat auch ein bisschen länger gedauert, denn es ist wieder dasselbe. Mal schauen, wie diese Firma das jetzt das Produkt verpackt hat. Aber es scheint so, es wurde genauso wieder verpackt wie letztens auch. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Es war auch so eine Wahnsinnsschleife da drin, das raschelte, deswegen hatte ich dann aufgehört. Ja, hier auch. Hier ist auch wieder so eine lange Wurst drin. Also wenn ihr meinen Paketraum seht, ja. Ich möchte jetzt gar nichts zu sagen. Also letztens Filmpool sagte auch, Mann, hätte ich das eher gewusst, weil wir brauchten so einen Raum für eine Szene. Ne? So ein Paketraum. So ein Abfallpaketraum. Ne? Also, wie das jetzt hier aussieht, möchte ich jetzt auch nicht sagen. Ich werde die Kamera jetzt nicht schwenken oder so. Ne? Da ist er wieder, ihr seht, der ist ein bisschen größer eingepackt worden. Ich meine, er hat viel Platz. Und ist sogar in Plastik, also ist ein bisschen besser eingepackt gewesen wie der letzte. Der letzte kam ja sofort. Und da sind wir also auch schon beim Thema. Der Packzettel hängt da wieder drin. Das ist ein riesen Ding. Ich will hoffen, dass ich ein paar Sekunden Zeit habe, dass jetzt keine Kunden hier reinmarschieren. Also der ist jetzt besser verpackt wie letztens. Und der ist ja hier, ihr seht ja, ich habe mich auch schon verletzt. Alles nicht so einfach. Fast Blut auch mit dem Messer. Ja. Grüße. Ich. So, bei dem BB-8 sehe ich, dass alles in Englisch ist. Letztens, der BB-8, der hatte nicht diese Tüte drumherum. Ja? Und ich sehe auch gerade, weil ich habe ja, war ja beschäftigt, dass. Und jetzt kann ich ihn euch auch zeigen, den sogenannten Z, ne? So, sieht mal voll in Englisch, der ist noch irgendwie schwerer. Das ist die Deluxe-Version. Seht ihr den Arm jetzt? Da, ne? Da vorne? Da. So, dann. So, einige haben den ja schon bei euch im Verein und so weiter. Deswegen wurde er mir ja auch wärmstens empfohlen. Ich gehe jetzt hier mal in eine andere Variante. Ne? Also. Ob der jetzt automatisch rausfährt oder nicht, weiß ich noch nicht. Hier vorne. Ne? Also der hier ist voll in Englisch. Try me, press button. Ja, der andere war ja Le Français. Alles in Französisch. So, hier ist wie gesagt der Arm draußen. Den kann ich auch rein und rausfahren. Ne? Der ist auch fest hier. Ist alles arretiert. Ja, hier alles arretiert. Und so weiter. Und na gut, den Kopf da oben, den bewegt er nicht. Weiß ich nicht, ob der den muss ich hier noch alles reinstecken. Ich weiß nicht, ob der Kopf hier, der ist zwar, aber der ist fester hier, ne? Aber wisst ihr Bescheid. BB-8 ist gekommen, zum zweiten Mal. Einmal aus Frankreich, einmal aus Großbritannien. Licht ist immer an. Warum der Kopf hier so, der andere war dann leicht. Da konnte ich den Kopf hin und her. Hier, der Kopf ist fest, starr. Keine Ahnung, das Licht bleibt auch an. Keine Ahnung. Hat ja nochmal drei Einheiten hier zum An- und Ausmachen. So, jetzt mache ich mal ganz aus. Wer jetzt besser ist, weiß ich nicht. Werde ich mal testen in der Sendung. Der aus Frankreich geliefert worden ist oder der hier aus England geliefert worden ist. Also mir scheint, dass der aus England geliefert worden ist, der hat das schon draußen. Hallo, Grüße. Heute geht es noch einmal um BB-8, weil bei der ersten Dreharbeit des BB-8 Deluxe, der sprechen kann und alles, ich habe ihn jetzt eben ausgemacht. Dieser hier, wie gesagt, ist in Englisch, steht alles, der letzte war alles in Französisch. Also kam von verschieden.
Da war auch diese Lasche, hier dieser Finger, da dieser, ne? War nicht so, der ist draußen, ist auch wirklich so draußen geliefert, der ist auch eingepackt, alles, ist alles wunderbar eingepackt, ist alles okay, habt ihr ja selbst gesehen. Was ich jetzt, da ich ihn ja noch nie ausgepackt habe, weil letztens war er ja sofort verkauft und jetzt werde ich den hier in Ruhe auspacken, den dann auch in Ruhe ausstellen. Auch vielleicht, ne, vergesst es nicht, es geht immer noch um die Star Wars Geschichte, blöde, ne, nicht vergessen, am 5.6.8. Ja, ich würde sagen, bevor ich da quatsch, hole ich das mal eben, ne? So, ich mache jetzt wieder Werbung für die Sci-Fi Fantasy 5.6.8. in Dortmund. Näheres auf der Seite Dokkan Events. Dann seht ihr alles hier. Ich werde das öfters mal einblenden. Ich mache jetzt fette Werbung dafür, dass wir vielleicht alle uns, nicht alle, aber einige, die im Nahkreis von Dortmund einfahren können, dass wir uns dann vielleicht treffen. Hat er auch gerade mit dem Phil gesprochen. Der Phil wird auch da sein mit seiner Truppe Funwerk. Diverse andere Händler sicherlich auch bestimmt, die dann ihre Sachen dort anbieten werden. Ob meiner einer jetzt mit Ware dort auftaucht, glaub nicht, weil Sideshow und Hot Toys könnte man zwar ausstellen, vielleicht eine Ausstellung machen, ja, warum nicht, sagen wir mal 100 Figuren, Hot Toys, Sideshow ausstellen, sich die mal vor Ort anschauen, auch mal über die Figuren reden, natürlich BB-8 wird auch da sein, sicherlich da sein, in verschiedenen Varianten, vielleicht fährt er auch rum und piept und so weiter. Also Negatives kann ich an der Ware nicht finden. Ist wunderbar verarbeitet, ist okay. Wie gesagt, dieser Kopf hier ist etwas schwerer wie die anderen, der war immer so leicht. Also der hier, der, da ist auch irgendeine Mechanik drin. Musste ich mal gucken, weil den gibt es ja einmal mit Try Me, also Modus Try Me, kann man eben gucken. Wie gesagt, ich habe mich vorhin leider verletzt. Also den gibt es in der Try Me und dann gibt es einmal On. Ne? Ja, finde ich jetzt nicht auf die Schnelle wie im Eier, doch. Ich mach mal On. So, jetzt ist er on. Jetzt steht er auf on. Mal gucken, was passiert. Er macht das, was er letztens auch gemacht hat. Haut euch jetzt auch nicht vom Schuh, weil kennt er ja schon. Ich versuche mal den Kopf zu bewegen. Geht nicht. Ah, hier unten ist. Nö, keine Ahnung. Also wie gesagt, das Licht bleibt dann an hier bei on. Ne? Jetzt versuche ich das. Ah ja, hier nochmal zu. So, jetzt haben wir hier Try Me, was immer das bedeutet. Jetzt haben wir auch Try Me Modus. Grüße, Hallöchen. Aber er piept nur rum. Während ich gerade so schön hier, ja genau, während ich gerade hier so schön die Werbung mache für den Dortmunder Star Wars Fanclub, Fanverein. Ein eingetragener Verein und natürlich auch für die Con habe ich natürlich gerade eine wunderbare Anfrage bekommen für den Japan-Tag. Jetzt Samstag, muss ich mal eben gucken, den 20.05. ist der Japan-Tag in Düsseldorf und da geht es auch wieder zur Sache in den Japan-Tag. Ja, kann ich leider nicht. Ja, kann ich leider nicht. Ich hätte gerade ein Auftragangebot bekommen, Videos und Fotoshooting, aber wir machen jetzt Samstag am 20. Die Vorbereitung für die Sendung und dann die Vorbereitung hier für die Dokkan, denn wir müssen das auch vorbereiten, das ist in 2-3 Monaten, ist es soweit und das geht dann leider nicht. Und ihr werdet dann sehen, was wir hier machen. Die Vorbereitung für die Sendung ist klar, da müsst ihr noch ein paar Tage warten. Am 25. Diesmal haben wir auch am 25. nicht nur den Geburtstag des Schauspielers, sondern wir haben auch den Geburtstag von Star Wars und wir haben Pro Leichnam Feiertag. Somit kann man dann einiges zaubern. Wie gesagt, über den BB-8 kann ich nichts Negatives sagen. Ich war aber auch gerade auf der Seite von Jax. Und habe mir alles mal angeschaut. Jetzt müsste ich natürlich in Amerika leben, dann würde ich das sagen.
Ne, für $39.99 wird das dort angeboten, aber ihr kennt die Preise. Er hier wurde schon angeboten, so wie R2D2, so um die 129, 169 Euro hier in Deutschland. Ja, es ist nur traurig, dass man nicht in Amerika lebt. Als Händler wäre das jetzt wunderbar. Da wäre sicherlich ein Star Wars Store auch wirklich besucht, nehme ich mal an. Oder ein richtiger Figurenladen wäre richtig besucht. Hier, wir sind irgendwie nicht so wie die Amerikaner, die Jugendlichen, da hatte ich gerade ausgemacht, die waren auch hier. Die hatten dann nach PlayStation-Spiele gefragt und so, aber da schicke ich die Leute immer nach GameStore. Ich möchte jetzt hier keine Konkurrenz aufmachen, weil hier vorne ist dieser Game Workshop. Ein paar Meter weiter ist ein GameStore. Davon sind schon 254 Filialen, sind dort oder werden gestrichen von GameStore, hat man mir also auch schon gesagt. Aber jetzt ein GameStore hier aufmachen, ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, was ich in der Zukunft hier aufmachen werde. Zusätzlich, wir bleiben erstmal hier bei den Figuren, da haben wir uns also auch schon besprochen. Ich als Führungskraft habe gesagt, komm, wir bleiben hier bei unserer Idee, die wir hier haben. Wir bleiben auch bei der Idee, Sendungen zu machen. Und wir bleiben auch bei der Idee, Star Wars 10 Jahre irgendwie und dann wirklich diese Convention, diese Fan-to-Fan-Convention 2027 irgendwie ins Leben zu rufen, schätzungsweise in Dortmund mit dem Verein zusammen. Schauen wir mal, das ist jetzt eine Idee, 10 Jahre ist noch eine lange Zeit. Ihr seht, wie lange es dauert, bis wir Happy Birthday singen können. Das ist auch noch 10 Tage, bis wir das können. Und uns daran erfreuen, an Episode 4, vielleicht an dem Tag wirklich Episode 4 zu Gemüte führen. Ist ja ein Feiertag, kann man sogar noch mit anderen Filmen kombinieren oder man kombiniert es mit Rogue One und Episode 4. Ja, jeder kann den Geburtstag, 40 Jahre Star Wars, Episode 4, Krieg der Sterne, feiern. Ja, wäre natürlich toll, wenn das Ding jetzt hier auch noch brennen würde, aber ihr wisst schon. Na, ich finde es toll, wenn BBA so macht. Mal schauen, ob ich ihn hier reinrollen lassen kann. So, das war auch für heute. Wie gesagt, gewöhnt euch jetzt nicht dran. Das war jetzt nur vorübergehend. Wegen 40 Jahre Star Wars habe ich das gemacht. Die anderen Superfiguren kommen leider erst im Juni, Juli, weil die jetzt frisch aus Japan kamen. Wir hatten ja diese minimale Störung, die jetzt behoben ist. Wir kaufen also wieder ein und somit ist die Ware auch wieder schnell da. Wisst ihr Bescheid? Wir sind für unseren Kunden immer offen und ehrlich und versuchen das Bestmögliche zu machen im Figurenbereich. Nur hier ist Star Wars freie Zone, so ungefähr. Viele kommen staunend rein, ne, aber das war es dann auch schon. Darum wird man wohl ein Online-Kaufhaus machen müssen, um diese Ware dann auch wieder zu verkaufen, hier im Shop jederzeit, aber meistens zu Weihnachten. Wir kombinieren solche Sachen mit einem Film, ob jetzt die Rebels, vielleicht haben wir ja Glück, Teil 3 kommt mittlerweile raus, dann kann man irgendeine Figur mit, also CD, also DVD, Hörspiel, Musik oder so, mit einer Figur kombinieren und das kann man ja dann einem schenken, der ein Star Wars Fan ist. Ja, das ist unsere Idee, etwas zu kombinieren. Auch die Fans, die Fanfilme drehen. Schaut euch bitte die Fanfilme an, welche Arbeit dahinter steckt. Einfach mal so reinkommen, lasst uns einen Fanfilm drehen, meine lieben Freunde. So einfach ist das nicht. Es ist viel Arbeit, ich bin gerne bereit zu helfen. Es ist alles da, kein Thema, aber es ist viel Arbeit und es sollte auch alles stimmen, also so einfach ist es nicht. Man kann nicht einfach mal einen Film drehen, einfach mal in irgendein Billigkostüm springen da und dann so tun, als ob das ein Star Wars Film wäre. Wenn man einen tollen Fanfilm drehen möchte, sagen wir mal 15 Minuten, 20 Minuten oder nur ein Teaser oder Taser, 3 bis 5 Minuten gibt es ja auch. Es gibt ja Wettbewerbe zwischen 3 Minuten, 5 Minuten Filme, 15 Minuten Filme, 20 Minuten Filme gibt es ja. No Commerce. Das heißt also, es gibt Filmgruppen, die arbeiten, aber ohne Kommerz. Das heißt, da hängt kein Geld hinter. Es wird Geld investiert und dann wird das nachher gezeigt und ein Gremium
kann darüber bestimmen und irgendeiner gewinnt dann einen Pokal. Gibt es auch, solche Gruppen gibt es auch. Wie gesagt, in Dortmund gibt es überall, aber mittlerweile sterben solche Gruppen aus, weil die schon viel zu lange am Markt. Das war mal eine Super 8, Normal 8 Geschichte. Könnt ihr euch also ausdenken, vor 100 Jahren. Theo Lingen hat diese Gruppe mal erfunden für die neue Filmgeschichte. Ihr merkt, ich bin doch ein bisschen mehr verletzt, wie ich mir doch geglaubt habe. Ich habe gerade das abgemacht und schon geht es hier wieder los. Okay, dann mache ich dann wieder dran. Ich versorge mich eben, bevor ich hier während des Films hier blute. Muss ja nicht sein. Ja, irgendwie habe ich da vorhin bei einem Kunden zu stark zugegriffen an seinem Papier und habe mich dann geschnitten. Tja, kann schon mal vorkommen, passiert schon mal. So, Pflaster habe ich jetzt auch nicht in der Nähe. Ich guck mal, wie ich die Wunde, Macht's gut. Es freut mich, dass ihr zuschaut und ich freue mich auch, wenn wir uns demnächst sehen. Ich freue mich auch, wenn ihr euch wirklich mal dafür interessiert, für die Sci-Fi Fantasy, The Convention von Fans für Fans in der DOCON 2017. Wie gesagt, ich denke mir gleich was aus und dann lasst euch überraschen, okay? Macht's gut, danke fürs Zuschauen. Ja, Nachtrag mache ich nochmal, weil sagt mir doch einfach mal, wie ihr die Figuren findet. Dass ihr auch Fans seid, das weiß ich ja mittlerweile. Dass wir, wie gesagt, ein Verein sind, wisst ihr auch mittlerweile. Dass die DOCON ist, wisst ihr. Dass ihr euch mit denen hier in Dortmund mal zusammensetzen könnt, wenn ihr auch Kostümträger seid. Die werden sicherlich antworten, wenn ihr Kostümschwierigkeiten habt oder irgendwelche Auskünfte, kann man hier diesem Verein wärmstens empfehlen. So, Vereine, Kostüme, Privatpersonen, alle werden demnächst in dieser Sendung, die ab 25.05. startet, sicherlich vorgestellt. Wir sagen einfach, in der Erfahrung, oder ich sage es persönlich, in der Erfahrung der 40 Jahre, wo 30 Jahre beruflich das gemacht worden ist. Also in Amerika 1977, die Sache hier angefahren ist und dann 78, 79 dann so langsam anlief, 77 etc. und so über 30 Kinos hatten dann diesen Film am Laufen, die wurden dann auch kontrolliert und nur an einem, da wird auch jedes Jahr dann gefeiert, das war in Los Angeles, da war richtig was los. Da wurden die Jugendlichen dann auch gefragt und man hat also festgestellt, dass die amerikanischen Jugendlichen circa 12 Figuren schon hatten, ja. Also circa, also durchgerechnet, hatte jeder amerikanische Kind, was in Star Wars drin war, damals, vor 40 Jahren, circa 12 Figuren schon zu Hause stehen. Ja? Und das hat dann wohl irgendwie gezogen. Und wie es dann weiterging, 83 in den 80ern, 90ern und 2000, ihr wisst schon, ich mache jetzt einen Langzit. Die ersten drei waren Hype, richtig Knaller. Und die Figuren gingen auch ab wie Zäpfchen. 1, 2 und 3. Da war noch Verhalten, darauf wollte ich jetzt hinaus. Beruflich spreche ich jetzt mal, da wir über 200 Quadratmeter Flächen gezogen hatten, in Kaufhäuser und in Kinos. So einen richtigen Hype hat man nur festgestellt, wenn man eine specialige Sache gemacht hat, wo man in ein kleines Kino so eine Art Privatgeschichte von Star Wars mit Sprengkörpern, mit Figuren, die sich bewegen, während des Films etc. Das war ein Highlight, also 1. Episode 1 wurde 1999, da hatte ich den Auftrag dazu, mal so richtig in einem privaten Kino, was nachher geschlossen und dann zum Cinema, CineStar wurde. Und das war in Iserlohn und da wurde auch die Filiale Karstadt am Schillerplatz, vorne direkt im Eingang, richtig groß, mit Star Wars bekleidet. Wir hatten Ausstellung, wir hatten alles und dadurch weiß ich ganz genau, dass der Deutsche nicht so, hat auch nichts mit der Provence zu tun, Provinz im Sauerland etc. Nee, also das, was wir jetzt so haben hier, dass sich Star Wars wirklich etabliert, ist ja auch durch das Internet gekommen. 1999 kam halt ja so langsam und nach der Wende 2000 geht es ja dann so richtig ab, so langsam. Und wie dann halt Star Wars 7 Episode dann erschien und die Macht, da wurde es ja richtig heiß, der eine flippte aus, oh, da ist ja 4 bis 6, oh, ne? Der andere, oh, super und so weiter. Die Macht ist erwacht und das hat schon was. Und leider haben einige recht, wenn man so bei Mediamarkt, Saturn
oder in den anderen Häusern, bei Rewe, Real, Karstadt, reingeht, Kaufhof, ja, Kaufland, da kriegt man das natürlich nachgeworfen, bei Woolworths auch. Wenn man Glück hat, bekommt man die sogar für 1,99 Euro und in Amerika 1 Dollar, 2 Dollar, 3 Dollar, kriegt man die schon reduziert. Ich habe mir gerade Rewe angeschaut, Rewe hat auch einige Sachen von 5% bis 55% im Angebot auf verschiedenen Star Wars Artikeln. Jetzt wird es ja mit diese Friday, Black Friday oder Black Donnerstag, ne? Der Schwarze und so. Irgendwelche Ideen und dann kann man an dem Tag richtig zuschlagen und Figuren einkaufen oder halt die Filme, die bei Mediamarkt in einer Würfeltronne da hunderte von denen einfach drin liegen da und ja, vor sich hinschabbeln. Das hat natürlich mit Sammeln da nichts mehr zu tun. Das ist jetzt Massenware, da haben auch einige schon gesagt, dass wir jetzt die Schnäppchenjäger bekommen. Die sogenannten Schnäppchenjäger, die, oh man, sieht die Figur gut aus. Was? Da wollen die nur 3 Euro? Nimm mit. Na, dass das so geschieht, es ist ja auch leider mit Infinity passiert. Infinity gibt es ja nicht mehr. 230 Arbeitsplätze sind dort entlassen worden. Infinity gibt es mittlerweile die Figuren auch für 3,99 Euro, wenn man Glück hat. Oder ganz aus dem Sortiment raus. Also Infinity gibt es ja dann auch nicht mehr. Ist also sammelbar. Und wenn man solche Sachen hat und wenn man auch das Programm dazu hat, wenn man auch das Spiel dazu hat, macht es ja Spaß. Und wenn man noch eine alte Playstation hat, das sind alles so Sachen, die man privat sammeln kann. Für die wahren, echten Sammler ist das natürlich eine Rarität, wie vorhin auch. Hast du? Nein, habe ich nicht, weil als Fachgeschäft lohnt sich das nicht. Wir sind nun mal kein Rampelladen, wir verramschen auch nichts. Das wird in ganz mühevoller Kleinarbeit hier umgestaltet, aber nicht nur zum Gucken, nein, auch zum Kaufen. Und irgendwann, hatte ich nochmal gesagt, kommt so eine Art Online-Kaufhaus und dann verkaufen wir das. Vielleicht machen wir es auch mit Amazon, dass ihr die Ware dann bei Amazon beziehen könnt. Überhaupt kein Thema. Aber ihr wisst genau, dass auch das viel Arbeit ist, so einen Online-Shop gut zu führen, damit ihr alle zufrieden seid, dass ihr auch ordentliche Figuren bekommt, da ihr Sammler seid. Deswegen machen wir ja auch die Sendung für Sammler. Wir wollen also wirklich den Geist von Star Wars hochhalten. Wir wollen den Geist von Star Wars auch wirklich in alle Ecken tragen und nicht den Kommerz. Ja, wir wissen, dass Star Wars sich dem Kommerz gegenüber geöffnet hat. Wir verstehen Disney sehr gut. Die möchten ihre 4 Milliarden zurückhaben. Bis jetzt haben sie ja nicht zurück. Der erste Teil hat zwar 2 Milliarden gebracht, Rogue One hat 1 Milliarde eingespielt. Und die Figuren schleppen sich vor sich hin, weil das hat alles wohl noch nicht so geklappt. Für die waschechten Sammler, bemerken wir ja selber als Händler, kommen wir gar nicht so an die Ware ran so schnell. Wir müssen auch rumhorchen, um den Kunden Sideshow oder Hot Toys zukommen zu lassen. So einfach ist es nicht, also wir kommen auch nicht so einfach daran. Wir haben jetzt Chewbacca und Han Solo aus Episode 7 bestellt. Sie sind on the long way. Aus Original Hot Toys und die werde ich auch hier original auspacken und demonstrativ zeigen, wie Hot Toys selber und Sideshow selber die Waren verpackt haben und haben uns zukommen lassen. Noch nicht bezahlt ist schon alles, weil wir müssen ja immer in Vorkasse gehen. Ja, mal schauen, wie die Ware hier ankommt und wann sie ankommt. Es kann passieren zwischen 7. und 22. Juni. Kann also volle 4 Wochen. Müssen wir vielleicht drauf warten, wenn wir Glück haben. Die anderen Sachen kommen ja also zeitweise, habt ihr ja gesehen. Das, was wir verkauft haben, ist ja auch wieder nachgeliefert worden, ist ja auch alles in Ordnung. Aber in der Nachlieferung, meine lieben Freunde, war die Sache schon wieder teurer wie vorher. Also die Preise, es ist wieder eine Börse. Mal schauen. Handel 3 mit Star Wars kann merkwürdig enden mittlerweile. Wir haben auch einen guten, den wir jedes Mal den Kunden zuweisen, kauft dort ein. Der eine wunderbare Seite und da könnt ihr, wir haben die Seite jetzt nochmal kontrolliert, richtig, viel Ware hat er jetzt auch nicht mehr, die sind alle nur vorbestellt, weil wir warten alle, wir warten auf Hasbro Dolls, ja, die möchten wir haben, die möchten wir auch in der Sendung vorstellen, die möchten wir auch verkaufen, die Hasbro Dolls, die Mädels, und wir freuen uns natürlich auch, wenn bei YouTube die Serie anfängt zu laufen, ja, und wir möchten auch die neuen Hot Toys bzw. die Hasbro 9 auch haben, ja, den Wagen.
Und zwar, ihr wisst schon Bescheid, die neuen Artikel, die ganz neuen Artikel von Hasbro hätten wir gerne, aber im momentan Warteschleife ist klar. Die großen, die fetten Großen haben es uns zugeschlagen, der Großhändler ist leer. Ja, er muss die erstmal alle, bis wir dran kommen. Deswegen, wir wollen das ja hier für unsere Kunden haben, die sollen hier im Shop kaufen und ihr sollt die ja natürlich auch in der Sendung sehen. Mal gucken, ob wir nicht mal. Ja genau, ich stoppe jetzt mal und ich frage euch jetzt ganz ernsthaft, wenn das jetzt hier gleich kommt, ob ihr sowas mögen würdet und ob wir mal sowas machen sollten. Und zwar das. Die neue Idee, habe ich ja gerade gesagt, so, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir bieten an hier beim Sondersender, nein, beim Sammelfiguren-TV, Sammelfiguren-TV bieten wir ab sofort Figuren an, das hier ist jetzt Star Wars, das ist Han Solo, nein, Quatsch, das ist Obi-Wan Kenobi aus der Hoffnung, wunderbar verpackt, da ist er, mit Batterie, leuchtet, das ist Obi-Wan Kenobi aus der Sendung, aus der Episode 4, bieten wir an dieses gute Stück. 25% günstiger wie normal, statt 99,95 25% Rabatt. Wer zuerst greift, 69,95. Okay, war jetzt ein Spaß, was ich gerade gesagt habe, bitte nicht ernst nehmen. Das wäre so. Ich hätte jetzt gerne von euch gewusst, ob ihr so eine Sendung gerne hättet, wo Figuren wirklich gezeigt werden, so eine Art Verkaufssender für Figuren, und ihr könntet bei uns beim Sammelfiguren TV diese Figuren erwerben. Wir würden diese Figuren dann euch zeigen, wir würden auch eine extra Seite dafür generieren und ihr könntet die dann beziehen, nicht nur hier im Shop oder beim Verein, sondern hier in der sogenannten Sendung Sammelfiguren TV haben wir ja alles. Haben wir aber noch nicht initiiert, haben wir noch nicht auf den Weg gebracht. Das war jetzt eine spontane Idee. Ich möchte jetzt von euch wissen, bitte drunter schreiben bei YouTube oder bei Facebook, ob ihr mit sowas einverstanden wäret, wenn wir, nicht in sowas jetzt, sondern in einer richtigen Top-Sendung, nur Verkaufssendung, Figuren anbieten würden. Natürlich, wenn das funktioniert oder wenn es funktionieren würde, würden wir natürlich auch einen Großraum anfragen und die dann für die verkaufen. Hiermit werden auch die Händler, die Großhändler aufgefordert, wenn sie Interesse haben, würden wir das anbieten, würden diesen Verkaufssender, Sondersender NRW TV, würde in der unteren Rubrik Sammelfiguren.tv, würde das dann anbieten, die Figuren, würde die vorstellen und die dann auch verkaufen. Ja, man könnte die kaufen, wir würden vorher uns alles anschauen, wie teuer Amazon ist oder wie teuer die anderen sind. Vielleicht könnten wir das auch einbinden, wie wir das schon gesagt haben, dass wir das dann auf Händler verweisen. Wir würden dann auf Händler verweisen, wo dann dieses gekauft werden könnte. Ich habe auch gerade wieder eine Nachricht bekommen, jawohl. Ich frage euch, wäret ihr interessiert an einer Sendung, wo nur Figuren so vorgestellt würden, wirklich auseinander, dass ihr wirklich Augenmerk drauf haltet und dann sagt, du, die möchte ich kaufen, dann könnt ihr die bei uns ordern und wir würden sie euch dann zuschicken. Ja, das ist eine Frage. Wäret ihr damit einverstanden? Sagt ja oder sagt nein oder schreibt euren Kommentar bei YouTube oder bei Facebook. Danke euch, Obi-Wan Kenobi aus Episode 4. Nachtrag, weil wir gerade gefragt wurden, ob wir nicht exklusiv auf Kotobukiya, kann man kaum aussprechen, reingehen, also Fachhändler werden wollen für Kubutia, also für diese Gruppe. Die bösen Kunden, die gibt es leider immer mehr. Bonjour, die sagen, so eine Scheiße kriegst du doch schon im Internet. Ja, so eine Scheiße kriegst du im Internet doch viel billiger. Leider nicht. Leider kriegt man das im Internet nicht billiger. Hin und wieder. Richtig, wenn man viel macht, aber am Ende zahlt man drauf. Ne, wisst ihr ja. Ich weiß, man kann das bestellen mit
einem Buch zusammen. Erstens muss ich das Buch auch bezahlen, nur um das Porto zu entgehen. Das ist alles ein bisschen Psychologie bei Amazon zum Beispiel. Ja, Amazon kann man reingucken. Wenn unser eins jetzt sagt 99,95, bist du bescheuert, bei Amazon kriegst du für 69,95 und nachher steht da plus, plus, plus und dann kommt man plus, minus 0, 1 Euro, 2 Euro. Hier hätte man das sofort. Also, diese Ansage öffentlich ist, wenn ihr weiterhin den Einzelhandel zerstört, wenn ihr die Geschäfte zerstört, wenn irgendwann die Innenstadt nicht mehr, kein Geschäft mehr öffnet, weil alles nur noch online geht, und jeder nur noch Schnapper ist, Schnäppchen, 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 dann lohnt sich das ganze Leben auf eine Art gar nicht mehr. Denn das ist, macht ja auch eine Kultur aus. Eine Kultur macht aus, wenn man in einen Laden geht und dort Ware sich anschaut, mitnimmt. Wir verkaufen tagtäglich und müssen uns auch hin und wieder mal böse Sachen anhören. Oder wir werden halt betrogen, belogen. Das kriegen wir halt auch mit. Damit muss man durch. So, wie gesagt, wir wurden gerade gefragt, ob wir Interesse hätten, die Kobokis hier ins Programm mit aufzunehmen. Die Sache ist ja die, wenn also online immer mehr und solche Fachbetriebe hier torpediert werden, wenn hier nur noch gefeilscht wird, wenn man nur noch Schnäppchen machen möchte, dann stirbt sowas. Gut, wir haben alle Möglichkeiten, wir sind ja schon Industrie 4.0, wir verkaufen ja schon online. Ist überhaupt kein Thema, aber wir kennen die Preise und unsere Kunden bekommen horrende Preise, also günstig. Wir achten darauf, dass wir nicht zu teuer werden wie Amazon. Wir kennen die Preise, wir arbeiten daran, dass der Kunde also wirklich nur das bezahlt, was bei Amazon auch. So, es kann nämlich sein, dass jetzt Amazon gerade irgendeinen tollen Tag macht oder Real, also Real, Amazon, Toys R Us, Rewe sogar, machen hin und wieder so Schnäppchen-Days, dann kauft man das plötzlich hier, sag ich jetzt mal, für, wenn man Glück hat, 29,95 oder so. Ja, kann passieren, tut es aber nicht, weil diese Ware bei den Herrschaften nicht geht. Was die nämlich anbieten, das ist Spielwaren. Auf eine Art kann man dazu auch Spielwaren sagen, aber das ist schon ein bisschen gehobenere Spielwaren. Spielwaren für die Erwachsenen, Spielwaren für die, die da umgehen können, die also den Kult auch verstehen. Noch einmal, 1977, 78, 79, wo die Neue Hoffnung und so weiter, wie also Episode 4 auf den Markt gekommen ist, hatte schon jedes USA-Kind circa 12 Figuren. Wurde da technisch mal ausgerechnet. So, nachher und heute haben einige schon 65.000 Figuren und unendlich. Dieser eine zum Beispiel hat paar Millionen Figuren da stehen und hat auch sehr teure Exponate da stehen, auch viele Repliks da stehen. Man muss immer darauf achten, sind wir jetzt ein Schnäppchenjäger, ist uns das auf eine Art egal, ich will das einfach nur haben, ja, mir ist doch Kult egal, mir ist das egal, jeder ist ja für sich, ne? Aber hin und wieder hat man da so Herrschaften, die unbedingt Ärger machen möchten oder auf den Ärger bringen, ey, da kriegst du doch wohl an. Wenn ihr also wirklich hergeht, dass das Leben des Einzelhändlers zerstört, wenn er also hergeht, Fachgeschäfte torpediert, wenn ihr unbedingt in leere Städten spazieren gehen möchtet, dann macht weiter so. Dann macht wirklich weiter so, weil einige sind ja schon wirklich laufend dran, nur für die Beratung, ist kein Scherz, für die Beratung 5 Euro zu nehmen, wenn dann jemand bereit ist, die Ware zu kaufen, diese 5 Euro dann dort wieder abzuziehen. Mittlerweile ist es so, mittlerweile gibt es sogar Läden in der Innenstadt, war auch beim WAZ bzw. WDR zu sehen. Beim WDR zu sehen, dass man nur für gucken 2 Euro nimmt. Ja? Mittlerweile ist das leider so. So, wir sind 100% Dienstleister, wir sind Industrie 4.0, wir sind online angebunden. Wir haben hier eine mächtige Industrie, Medienindustrie, Filmort, Fotoort. Wir schicken die Kunden nach unserer Meinung, wenn ein Kind involviert ist, dass das Kind auch Spaß hat, schicken wir es zum Filmfigurenmuseum nach Mönchengladbach, ist doch wohl klar, weil wir halt Dienstleistungen sind. Wir müssen das nicht, wir müssen uns das nicht antun. Wir müssen das nicht antun, wir müssen uns diese Figuren hier nicht für bitterböses Geld beim Großhändler einkaufen und wenn wir uns dann beim Großhändler beschweren, weil die Kartonage defekt ankommt, aus welchem Grund auch immer, dann gesperrt werden. Also wir haben viel durchzumachen als Einzelhandel. Ja, der Einzelhandel hat viel durchzumachen, um Handel treiben zu können. Also noch einmal, wer wirklich Fan ist
und wer wirklich Kult mag und wer wirklich auch das Ganze mag, der auch Gemeinschaft mag und der auch so, also auch das Ganze wirklich mag, der ist natürlich beim Einzelhändler gut aufgehoben, wenn der einem hilft. Und wir hier helfen, wo wir nur können. Wie gesagt, wir ziehen hier nicht einen über den Leder, wir ziehen hier einen auch nicht ab. Wir geben das so günstig ab, wie es geht. Manches können wir halt nicht, da müssen wir sagen, dann bleibt das so lange stehen, bis Amazon oder Disney selbst die Ware gar nicht mehr im Sortiment hat. Das passiert nämlich auch. Dann ist die Sache auch vom Tisch und schon wächst der Preis. Gibt's. Wir haben einige Artikel hier, die es nur 2000 Mal gibt. Die hat es nur 2000 Mal gegeben. Die hat weder Amazon, weder der Hersteller noch. Hat ihr Alter, die Ware. Und kann man halt bei denen nicht mehr beziehen. So, dass die natürlich dann plötzlich Preise haben und Liebhaber die Preise dann auch geben, wenn die Ware 100% in Ordnung ist, wie diese Kartonage hier zum Beispiel, die ist ja wohl einwandfrei in Ordnung. Ja? Die ist jetzt nicht so teuer, ich glaube um die 60, 70 Euro, je nachdem. Und da muss man natürlich abwarten, wann diese wieder aus dem Rennen sind. Ja? Einige Figuren hier, kosten ja über 179 Euro, die Scarabs zum Beispiel, die gibt es ja noch gar nicht. Mal sehen, wie die Dolls, wie teuer die werden. Und wie gesagt, das verkommt jetzt alles mittlerweile. Das wird alles zu einem sogenannten Schnäppchen, der Schnapper. Der Schnapper ist der neue Sammler. Ja? Hey, hat den gerade für 2 Euro bekommen, geil! Ja, so wird das sein. So wird das wohl enden. Es werden demnächst Tiefspreise. Ey, das habe ich auf Flohmarkt für 50 Cent. Ja, ist. Ne? Wir sind Händler, wollen Handel treiben und kaufen natürlich auf Rechnung. Wir brauchen die Rechnung. Und somit müssen wir das bezahlen, was der Großhändler uns sagt. So, wenn wir feststellen, dass der Großhändler 10, 20 Euro teurer ist, ja, wenn er 10 bis 20 Euro teurer ist, ja, dann ist das auch schon heftig, ja? Wenn der Großhandel selber teurer ist wie Amazon oder der Anbieter. Ja? Na gut, aber bedenkt, ihr seht im Internet so etwas, sage ich jetzt mal, für 49 Dollar. Ja? Ihr seht das gute Stück für 49 Dollar. Aber am Ende kann das gute Stück dann plötzlich, und das ist jetzt kein Scherz, 149 Euro kosten. Denn es können nämlich plötzlich 67 Euro oder 67 Dollar für Verpackung dazukommen. Dann kommt noch der Zoll dazu, bitte nicht vergessen, diese Ware gibt es in Amerika und Amerika nimmt Zoll dafür. Ja, wollen wir nicht vergessen. Ja, also nicht Amerika, sondern unsere Einheit hier nimmt Zoll dafür. Das heißt also, am Ende habt ihr so ein gutes Stück in Amerika gekauft und dann kommt es über den großen Teich zu euch und dann bekommt ihr die Rechnung. So sieht die Wahrheit aus. Sollten wir halt auch mal machen. Vielleicht mache ich doch eine Verkaufssendung auf. Mal sehen. Und dann verhökere ich die dann auch vor laufender Kamera. Hauptsache raus. An sich nicht. Egal. Wie gesagt, noch ist alles im Rahmen. Wie gesagt, hat alles Geld gekostet. Und wenn die Leute sich nur noch auf Amazon konzentrieren, wenn die Leute sich nur noch auf Online konzentrieren, dann tut es mir für die Jugend leid, die nach uns kommt und das gar nicht mehr kennt, was wir kennen. Kaufhäuser, einkaufen, Spaß haben. Das wird ja immer enger hier. Jeder ist ja nur noch mit sich selbst beschäftigt oder betuppt. Ja, betuppt. Firmen, die gerade mal 20 Cent, bei 20 Cent kann hier schon mal so richtig Streit entstehen. Wegen 20 Cent. Ja, manche drücken sich nämlich falsch aus. Die sagen, mach mal 6 Kopien, na? Dann macht man 6 Kopien. Nee, habe ich gar nicht gesagt, ich habe eine gesagt. Dann fragt man, fragt ja, na, möchten Sie wirklich 6 Kopien? Ja, ich möchte gern 6 Kopien. So, und wenn es dann zur Kasse geht, nö, ich habe nur eine gesagt. Da haben Sie nicht zugehört. So was gibt es auch. Sowas gibt es auch. Ja, man wird halt hin und wieder mal geschädigt. So, das macht nicht nur der Großhändler, macht auch der Kleine und dann ab 20 Cent. Bei 20 Cent flippen die Leute aus und drehen am Rad. Also ich habe ja schon vieles erlebt und ich werde immer noch mehr erleben, aber ich werde es auch preisgeben, öffentlich in dieser Kamera und öffentlich in unserer Sendung werden wir das preisgeben. Wenn irgendwelche der Meinung sind, sie müssten uns schädigen, wird das veröffentlicht. Da wird auch Ross und Reiter genannt, bis zum bitteren Ende. Denn wir sind Star Wars von der ersten Stunde an. Wir wissen, was Star Wars bedeutet. Krieg der Sterne. Und wir lassen uns nichts bieten von niemandem.